Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen App-Video. Ich will euch diesmal eine neue App vorstellen. Und zwar diese hier oben. Die Wirre, also WIRE. Die gibt's für Google, logischerweise, habe ich ja auch. Also Android und iOS. Es soll noch Windows Phone und so folgen. Die gibt es jetzt auch erst seit ein paar Tagen und die ist von den Skype-Machern. Ich habe sie seit gestern, weil sie mir empfohlen wurde. Erstmal Grüße an Maiko, danke für die Empfehlung. Echt coole App. Ich werde sie euch mal so ein bisschen so grob überfliegen. Wir starten die App und dann kommen wir gleich hier zu unseren Kontakten. Ich stehe hier natürlich auch drinne. Zum Testen habe ich mir nämlich mal noch ein zweites Profil gemacht, weil ich noch keinen habe, der hier ist. Das ist mein privates Profil und die habe ich mal so ein Bild geschickt und so geplänkt oder angestupst, will ich mal nennen. Wenn wir jetzt auf dieser Hauptseite, wo wir gleich starten, ihr seht im Hintergrund das Bild. So, wenn wir dann einmal nach rechts klicken, kommen wir zu dem Kontakt, den ich jetzt hier markiert habe. Wenn ich hier Maiko markiere, dann komme ich zu Maiko und so natürlich wieder zurück und im Hintergrund sehe ich Maikos Bild. So. Wieso bin ich jetzt rausgegangen? So. Wenn ich oben natürlich auf meinen Namen klicke, habe ich jetzt praktisch mein Bild, was ich mir ausgesucht habe für mein Profil. Unten habe ich eine Skala und da kann ich jetzt die Hintergrundfarbe ändern. Ich mag aber blau. Und dementsprechend, ich kann auch mal grün machen, dementsprechend ändern sich jetzt auch meine Icons. Ich habe jetzt hier einen grünen Kreis, mein Name ist auch grün geschrieben. Ich mache wieder blau. Blau ist schicker. So. Und dann haben wir hier oben noch Setting About Help und Sing Out, also für offline gehen sozusagen. Hier sieht man meine E-Mail-Adresse, ist meine Firmen-E-Mail-Adresse und ja. Mehr steht da auch nicht. Und hier könnt ihr jetzt ein Bild auswählen. Das zeige ich euch nochmal. Ich gehe auf Daniel, klicke einfach in der Mitte rauf. So, zack. Und da können wir jetzt hier ein Bild auswählen. Ja, habt ihr jetzt gerade die Kamera gesehen. Ich könnte jetzt natürlich, wenn ich jetzt sage, da, jetzt als erstes ist die Kamera. Ich kann die Kamera auch wechseln, indem ich oben auf die Dinger drauf drücke. Ja, meine Cola-Flaschen von gestern Abend waren eine lange Nacht. So. Und ich kann den Blitz an- und ausschalten. Und ich kann jetzt hier auch sagen, ich sehe überhaupt, ich sehe nicht gut aus, Leute, ich bin nicht rasiert. Und unten habe ich jetzt natürlich noch Galerie, da könnte ich jetzt ein Galeriebild wählen. Ich kann natürlich aus, weil ich verschiedene Apps zur Verfügung habe, ich habe ja Dropbox, ich habe Fotos, ich habe Galerie, ich habe Root Browser und dort kann ich mir jetzt eine App aussuchen, mit denen ich jetzt auf meine Bilder zugreife. So, ich gehe aber mal zurück, weil ich will das Bild ja so lassen. Wir können jetzt suchen, indem wir E-Mail-Adressen eingeben oder Namen. Und dadurch, das machen wir ganz einfach, einfach da, wo unsere Kontakte stehen, gedrückt halten und nach unten ziehen. Jetzt werden mir hier schon einige angezeigt, die, machen wir mal weg, die das haben. Hier zum Beispiel Annette, können wir jetzt sagen, Connect und schon steht sie drinne. Wir können auch den nächsten Kontakt dazu nehmen. Den nehmen wir noch dazu. Danke, nehmen wir mal. So, zack. Und nochmal ihn runter. Jetzt gehen wir mal oben hier einfach mal ein. Was gehen wir mal da ein? Daniel. So, und dann sucht er meine Kontakte durch. Und ich habe jetzt hier die Kontakte drin. Die haben auch schon alle ein Bild drin. Und den habe ich ja schon hinzugefügt. So. Und dann passt es. Hier habe ich noch einen. So. Und da könnte ich dann halt mehrere dazu fügen. Und alle die, die jetzt so ein Bild hier drin haben, die haben praktisch auch schon diese App, die nur einen Buchstaben oder mehrere Buchstaben haben, sind noch nicht hier vertreten oder haben kein Profilbild eingefügt. Das sind schon eine ganze Menge von meinen Leuten hier. So. Aber da gehen wir jetzt erstmal raus und wir schreiben jetzt mal den Maiko, den habe ich nämlich hier, dass ich euch das mal so zeigen kann. Der hat mir den nämlich empfohlen. So.
Und wir haben jetzt hier unten die Möglichkeit, indem wir diesen blauen Strich, den wir einfach mal anklicken können, dann können wir schreiben, Test für die Aufnahme. Und dann schicken wir ihm das einfach senden und dann wird er dir sendet. Wenn wir natürlich jetzt hier nicht nur raufdrücken, sondern den Strich einfach mal nach rechts ziehen, da haben, seht ihr so ein komisches Symbol, diese Striche. Da können wir einfach mal plänken oder pinnen, also das ist wie so ein Anstupsen. Können wir nochmal machen. Ja, dann fliegen die hier auch hier gegen. Das finde ich ein geiles Gimmick. Also ich finde es cool gemacht, damit die denn da so gegenfliegen, dass man da so ein bisschen was sehen kann. Und dann haben wir hier noch Foto. Da können wir ihm jetzt ein Foto schicken von uns oder aus der Galerie natürlich, wie er eben schon gesehen hat, können wir ihm dann ein Foto schicken. Oder wir können natürlich auf Hörer drücken und anrufen. Dann werden wir kurz testen. Da haben wir oben Lautsprecher. Und dann haben wir noch das Mikrofon, was wir dazu haben. Da können wir uns selber dann stumm schalten und jetzt seht ihr hier, dass ich einen Anruf getätigt habe. Also sehr übersichtlich. Ich zeige euch das nochmal. Ich gehe jetzt mal komplett raus, gehe jetzt wieder rein. Einfach drauf drücken und wir sind gleich bei unseren Kontakten. Die mit Kreis sind noch nicht bestätigt, die ohne Kreis sind bestätigt. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf meinen Namen gehe, seht ihr das genauso. Oben seht ihr mein Bild. Hier seht ihr, dass ich bin und dass ich halt Kontaktanfrage gemacht habe. Jetzt hängt es bei mir. So. Mein Handy will gerade nicht so, das ist durch die Aufnahme. So, dass ich mich selber angerufen habe und dass ich hier dieses Anstupsen gemacht habe. Und hier können wir natürlich auch nochmal, zack, anstupsen und nochmal. Tätigen. Hört sich halt etwas anders an, als man es gewöhnt ist. So eine kleine Glocke finde ich gar nicht mal so schlimm, wenn wir da unser Mikrofon schließen. Oder das von dem anderen, das habe ich noch getestet. So eine einfach das machen. Das ist sowas wie auflegen. Und hier auch Fotos schicken können wir auch. Also sehr übersichtlich gehalten, sehr kompakt. Was ich sehr gut finde, man kann schreiben, man kann telefonieren, man kann Bilder hin und her schicken. Also rundum eigentlich das, was man braucht. Ach, da hat der Maiko geschrieben. Und jetzt hat der Maiko gerade geschrieben, jetzt habe ich so einen gelben Balken gehabt, jetzt hat er so einen blauen Punkt und ja, kann gerade nicht ran. Steck in einem anderen Call. Sorry. So, schreiben wir einfach. Nicht war Oma Fischbach. Ich hatte gerade einen Anruf. Ich schreibe jetzt Maiko mal schnell zurück. Macht nichts, war nur ein Test. Schicken wir jetzt einfach mal ab. Zu senden zu drücken. Oh, mein PC spinnt hier gerade voll rum irgendwie, keine Ahnung. So, jetzt haben wir ihm das geschickt. Und jetzt seht ihr, da ist kein blauer Bobbel. Funktioniert alles einwandfrei. Und zack, könnten wir jetzt hier auch nochmal Leute dazu adden. Und die mit dem Kreis, mit der Uhr, die habe ich schon dazugefügt. Die haben aber noch nicht bestätigt. Ja, und die anderen könnte ich jetzt noch natürlich dazufügen. Zack, geht mal raus. An sich eine richtig geile App. Ich bin da sehr begeistert von und vor allen Dingen, weil sie so kompakt und so übersichtlich erhalten ist. Man hier drin, man hat seine Kontakte, man kann raufgehen, auf wen man will, man kann einfach schreiben oder man kann halt
ein Foto schicken oder man kann anrufen und diese Stupsen finde ich geil. Warum? Ich weiß es nicht. Ich bin es vielleicht anstupsen, keine Ahnung. Vielleicht, weil man Facebook-affin ist oder so. Ich weiß es nicht. Jedenfalls gefällt mir das sehr. Und mit den Farben und im Hintergrund das Bild, dass es so übersichtlich gehalten ist, die App, ist für mich ein schöner Vorteil und ein großer Vorteil, weil manche Apps sind einfach zu überladen. Ja, WhatsApp hat zwar auch seine Vorteile und so wie WhatsApp ist, ist WhatsApp halt und ist auch gut so, dass es so ist, aber das ist halt wirklich sehr einfach gehalten, sehr kompakt und ja, klein, schnell, flink und reicht eigentlich meines Erachtens nach aus und gratis schreiben, weil man kann hier schreiben, man kann Bilder schicken, man kann telefonieren und dafür, dass die App gratis ist, also hallo Leute, also da geht ja nur nichts drüber. Und das ist von den Machern von Skype. Skype gehört ja nicht mehr den Machern. Das haben sie ja an Windows damals verkauft, also an Microsoft. Und die haben sich jetzt halt mit dieser App jetzt versucht. Und Skype, ich war von Anfang an Skype-Kunde und Skype war echt ein geiles Teil. Ist ein geiles Teil. Und wenn die jetzt so eine App rausgeklatscht haben, bin ich logischerweise auch mit dabei, weil diese App garantiert, da wird noch bestimmt einiges von zu hören sein. Ich bin mal gespannt, wie die App sich in der weiteren Zukunft entwickelt. Es gibt sie jetzt erst seit, wartet mal, da muss ich mal auf Datum gucken. Heute ist der 9. Seit dem 3. möchte ich sagen. Also vorige Woche Mittwoch wurde sie erstmals online geschalten. Seitdem gibt es diese App zum Download. Vorher gab es die nicht. Ich hoffe, ich konnte euch damit jetzt ein bisschen helfen, konnte euch da mal so einen kleinen Einstieg geben. Wie gesagt, ich werde die App, werde ich die iOS-Version und die Android-Version, werde ich einfach mal unten drunter packen, in die Videobeschreibung, einfach draufklicken, dann könnt ihr euch das runterladen. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen was helfen. Ich werde mich jetzt erstmal verabschieden. Ahoi, sagt euer Odin.